Germans love their baked products. In 2020, households in Germany consumed around 38 kilograms of bread. That is 1.7 million tons of bread in total. The product range in German supermarkets is incredibly diverse, which is why differentiation in products and product quality is essential for bakeries. One of them is the Wittenberger Bäckerei. Insgesamt haben wir 136.000 Quadratmeter hier Baufläche gehabt, um dieses Werk hier herzurichten. Wir haben insgesamt momentan 6 Linien hier installiert und haben momentan für 2021 eine verfügbare Tonnage von 112.000 Tonnen, knapp 300 Tonnen Mehl am Tag, die wir halt benötigen, um unsere Backwaren herzustellen. Die Produktion hier im Vergleich zu Hause unterscheidet sich überhaupt nicht. Wir haben dieselben Zutaten. Wir backen hier auf natürliche Weise mit natürlichem Sauerteig. Wir haben hier nur die Möglichkeit, in viel größerer Anzahl Brote in einer Stunde herzustellen, als das im normalen Gebrauch üblich ist. Bei dem Bau und der Konzipierung der Anlage ging es vor allem darum, dass wir uns auf das Rohstoffhandling fokussiert haben, das heißt Mehle in Silowaren. Das heißt Spezialrohstoffen dann über das Big Bag Handling, kleinen Rohstoffen und Kleinzutaten mit Sackware, die wir zu handeln hatten. Und dann auch das Thema Vor- und Sauerteige, Roggensauerteige, Weizensauerteige, Quellstücke, Brühstücke, die wir hier als Teil unseres Konzepts mitentwickelt haben. Aus meiner Sicht hat man sich für Bühler entschieden, weil wir hier einen sehr komplexen Online-Prozess installiert haben, in dem es wirklich sehr wichtig ist, zum richtigen Zeitpunkt in der richtigen Menge und in der richtigen Einhaltung unserer Rezepturen die Zutaten an die Linie zu bringen. Und um dies zu gewährleisten, war es aus meiner Sicht unheimlich wichtig, einen strategisch auch wichtigen Partner zu finden, der auch für die Zukunft für uns sehr wichtig ist, für das, was wir noch in Wittenberg vorhaben. Aber auch einen Partner finden, der nicht nur vom Anlagenbau kommt, sondern auch das Know-how mitbringt, die Fachexpertise mitbringt. Und da sage ich, ist auf dem Markt, denke ich, Bühler einer der stärksten Vertreter in dieser Hinsicht, um Anlagenbau und Fachexpertise sicherzustellen. Und aus meiner Sicht kommt man dann bei so einer Entscheidung an Bühler nicht vorbei.